Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Nico von den Autolackaffen und heute bewegen wir uns mal ein bisschen über das Thema der Autopflege hinweg. Es geht ein bisschen um übergeordnete Dinge und grundsätzliche Dinge. Wie ihr wisst, wir haben euch ja schon unser schönes Projekt Auto hier, den Audi RS4, vorgestellt. Und um dieses Themenfeld geht es so ein bisschen. Wir haben vor kurzem hier diese Sternzeitschrift vom 24.11., die Nummer 48, in die Hände bekommen und haben dann einen Artikel gelesen, da geht es so um Raser und um die Tuning-Szene. Und da sind uns ein paar Sachen wirklich übel aufgestoßen, die wir jetzt einfach mal im Rahmen dieses Videos hier ein bisschen besprechen wollen. Einfach, weil wir selbst Freunde des Tunings sind. Wir wissen ganz genau, wie viel Kraft und Energie da reingesteckt wird. Viele unserer Fans sind selbst Tuner und deswegen wollen wir einfach mal Stellung nehmen und mal eine Gegendarstellung zu dem Artikel hier darstellen. Eins vorweg, die Inhalte aus dem Video stellen unsere persönliche Meinung dar. Wir würden uns freuen, wenn ihr mit uns darüber diskutiert, eure Meinung darlegt und vielleicht auch einfach in den Kommentaren schreibt, wie ihr zu der ganzen Sache steht. Der Artikel ist in der Sternausgabe relativ weit vorne platziert und trägt den sehr provokativen Titel Illegal, scheißegal. Sie fahren schnell, sehr schnell. Sie berauschen sich am Adrenalin, das durch ihren Körper schießt. Sie ignorieren, dass sie Menschen gefährden und immer wieder sogar töten. Unterwegs mit Autorasern. Der Artikel ist relativ umfangreich, also wir haben hier 4 volle Textseiten. Geschrieben wurde er von Ruben Rehage und Julius Schrank. Sind ja auch als Autoren genannt, also von daher eh öffentlich. Wir wollen die Inhalte des Artikels jetzt mal so ein bisschen chronologisch durchgehen und einfach besprechen und Stellung dazu nehmen, wie wir das sehen und was wir davon halten. Gleich der erste Absatz ist ein Fallbeispiel aus Berlin, mit dem haben wir uns relativ genau schon beschäftigt. Durch die Wucht des seitlichen Aufpralls wurde das Fahrzeug des Geschädigten um die Hoch-, Längs- und Querachse verdreht, auf eine Geschwindigkeit von mindestens 60 km/h querbeschleunigt und rund 70 Meter in Richtung Wittenbergplatz geschleudert, wo es letztlich auf der Fahrerseite liegend zum Stehen kam. Das wurde laut den Autoren aus der Anklageschrift des Staatsanwaltes zu dem dort anhängigen Prozess geschrieben. Gleich der Aufhänger des Artikels ist allerdings ein Sachverhalt, wie gesagt, der stammt aus Berlin. Die vermeintlichen Täter würde ich eher dem kriminellen Milieu zuordnen, die mit Neuwagen, die wirklich nicht viel mit Tuning zu tun haben, außer vielleicht mal einen andersfarbigen Spiegel gefahren sind und ja auf dem Kudamm wirklich, also Kudamm in Berlin, Profilierungsfahrten durchführen. Also ich finde, hier findet schon mal eine Vermischung statt der Tuning-Szene mit einer Szene, die überhaupt damit nichts zu tun hat, sondern Leuten, die sich einfach wirklich profilieren, Gas geben auf geraden Strecken und dann scheinbar nicht Auto fahren können und damit Menschen gefährden. Also das ist schon mal der erste Teil eine Story, womit es überhaupt anfängt, um später den Bezug auf die Tuning-Szene zu nehmen, was unserer Meinung nach schon mal gar nichts miteinander zu tun hat. Ein Abend im September, eine Tankstelle in Hamburg. Lukas Matthias steht an einer Zapfsäule gelehnt, das Cap falsch herum, Kippe im Mund, er trägt Tanktop und am Oberarm ein verblichenes Schlangentattoo. Stigmatisiert wird hier scheinbar aus Sicht der Redakteurin Tuner dargestellt, so wie man ihn pauschal übertragen könnte. Ich zeige euch auch gleich mal das Bild, was davon abgebildet ist. Und allein diese Darstellung der Tuner, ja, ich weiß ja nicht, also viele von euch, die zuschauen, ob ihr jetzt so aussieht. Ich persönlich kenne sehr viele Tuner, sowohl durch die Autolackaffen als auch in meinem Freundeskreis. Und ehrlich gesagt kenne ich keinen, der ein Schlangentattoo am Hals hat. Aber gut, es mag vielleicht ein Einzelfall sein, aber hier wird es halt wirklich so dargestellt. Der typische Tuner trägt ein Cap nach hinten, hat eine Kippe im Mund an der Tankstelle und steht mit seinem Tanktop da und hat nichts Besseres zu tun, als, wie ihr hier auf dem Bild seht, mit einer Shisha direkt neben der Zopfsäule zu stehen. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, was die Autoren damit bezwecken. Klassifizierung des Artikels ist die Sternreportage. Also so eingestelltes Foto hat für mich nichts mit einer Reportage zu tun. Also ich weiß nicht, wie viele Tuner ihr könnt. Ihr könnt es gerne mal schreiben. Aber also dieses Bild, was hier schon mal gleich am Anfang gezeichnet wird, von Lukas Matthias, dessen Namen übrigens geändert wurde, ist absolut, ja, eigentlich schon lächerlich. Also wie auch immer. Falls Lukas Matthias, wie auch immer du in echt heißt, zuschaust, wir würden uns freuen, wenn du vielleicht auch gerne per Privatnachricht uns mal eine Nachricht zukommen lässt, was du überhaupt von diesem Artikel denkst, wie da vielleicht die Recherchen abgelaufen sind. Weitergeschrieben, vor ihm steht sein Auto. Besser, sein wahnsinniges Ungetüm von einem Auto, V8 Motor, 5,6 Liter Hubraum, in der Spitze 300 km/h. Matthias' Auto ist so einzigartig, so auffällig, dass er nicht möchte, dass man das Modell aufschreibt. In Hamburg wüsste man sonst sofort, wer er ist. Okay, anhand des Motors oder anhand der Daten würde uns erstmal nur ein amerikanisches Auto, vielleicht ein Mustang, Camaro in die Richtung einfallen. Später steht auch noch, das kann ich auch nochmal vorlesen, dass er bei Polizeikontrollen nicht angehalten wird, weil es sich um einen Neuwagen handelt, der nicht getuned ist.
Also ich weiß jetzt auch wieder nicht genau, wo man den Zusammenhang herstellen will zwischen der Tuning-Szene, die sich an Tankstellen trifft, und einem Neuwagen, wahrscheinlich amerikanischer Bauart, der aber angeblich wieder so einzigartig ist, dass er überall auffällt, aber nicht angehalten wird. Also irgendwie ist da so in der tiefen Recherche auch nicht viel erfolgt. Die Tuning-Szene, die wir kennen, wendet sehr viel Liebe für ihre Autos auf. Ja? Das ist vollkommen egal, ob es ein 5,6 Liter Ungetüm ist oder ein 1,6 Liter Golf 1, ja? Der einfach mit Liebe und mit viel, viel Schweiß selbst getunt wird. Oft fließt da bei vielen Leuten das komplette Geld in so ein Auto. Und ich muss einfach mal sagen, schon an dieser Stelle, es ist mir doch lieber, dass Leute sich so ein Hobby suchen, anstatt sich am Wochenende nur zu besaufen und sich irgendwo in der Stadt ins Gesicht zu hauen. Also die Frage ist hier wirklich ganz klar, inwieweit hier eine Tiefenrecherche erfolgt ist für einen vierseitigen Artikel, wo man als Aufhänger einen 5,6 Liter, sagen wir es wäre ein Mustang, nimmt, der scheinbar nicht getuned ist, aber trotzdem einzigartig. Also ich finde, da widerspricht sich der Artikel schon mal in sich. Falls der Ruben oder der Julius gerade zuhören, bitte gerne Gegenstellungen haben, wir sind immer offen dafür das Gespräch. Im weiteren Verlauf des Artikels wird dann geschrieben, wie man sich an der Tankstelle trifft und wie man rumhängt und über ihre Autos quatscht. Manche rauchen Shisha, viele trinken Red Bull. Ich habe vielleicht was verpasst, aber viele trinken Red Bull. Was ist das für eine Aussage? Also was will man damit darstellen? Ich meine, Red Bull hat so ein breites Marketing. Die treffen so viele Sportarten. Ist jetzt Red Bull typisch für Tuner? Ist Red Bull ein berauschendes Mittel? Viele trinken Red Bull. Also dieser Satz, den habe ich einfach nicht verstanden. Deswegen, der hat mich so mein Aufsehen erregt, dass ich den jetzt einfach mal vorlesen wollte, dass ich nicht so ganz verstehe, was man mit diesem Satz aussagen möchte. Im Endeffekt wird hier über anderthalb Seiten ein Bild von dem Prototyp Tuner gezeichnet, der asozial, angeberisch ist und nichts anderes im Kopf hat, als kriminell zu sein und mit seinem Auto Menschenleben zu gefährden. Und hier steht es auch wortwörtlich, Gespräche auf Cruiser-Treffen sind deswegen meist Angebergespräche. Ich kenne die Cruiser-Szene nur vom Hören aus dem Berliner Tiergarten. Und wenn ihr durch den Tiergarten lauft und nach der Cruiser-Szene fragt, dann könnt ihr ja mal gucken, was danach mit euch geschieht. Im Endeffekt wird ja unterstellt, dass solche Unterhaltungen ja, über einen Auspuff, über einen anderen Turbo, über eine umgebaute Schürze nur irgendwelche Angebereien sind. Ja, und man damit vermeintlich Minderwertigkeitskomplexe ausdrückt. Aber ich sagte es schon einmal. Tuner stecken so viel Liebe, Leidenschaft und oft ihr ganzes Geld in dieses Auto. Also das hat nichts mit Angebergesprächen zu tun. Und natürlich, wenn ich Sport mache und ein Spiel gewinne, dann erzähle ich auch, dass ich gewonnen habe, weil ich stolz darauf bin. Und genauso stolz ist man auf sein Auto. Und wenn ich stolz auf etwas bin, gebe ich ja nicht automatisch an oder bin gleich ein Prolet. Dann geht der Artikel auf der nächsten Seite weiter. Matthias und zwei Freunde werden gleich in ihre Autos steigen. Sie werden die Tankstelle mit quietschenden Reifen verlassen. Und dann werden sie die Tachonadeln auf 200 km/h drücken auf dem Weg Richtung Hamburger Innenstadt. Es wird vorher in dem Artikel gesagt, dass man sich jeden Freitag auf dieser Tankstelle trifft. Und dann wird Matthias jeden Freitag mit quietschenden Reifen die Tankstelle verlassen und fährt 200 in die Innenstadt. Liebe Polizei Hamburg, habt ihr bestimmt schon mal von gehört, wenn es so wäre. Es sei denn, ihr habt vielleicht nicht genug Personal dafür. Das möchte ich jetzt mal nicht unterstellen. Das bedeutet, würde jeden Freitag nur mit quietschenden Reifen 200 Richtung Hamburg gefahren werden. Ich glaube, das wäre schon mal jemandem aufgefallen. Also hier wieder mal ein plakativer Vergleich aus der Luft gegriffen, ohne irgendwelche Hintergründe und irgendwelche Fakten. Wird hier unterstellt, dass Tuner gleich Raser sind und auch gleich Raser die Menschen gefährden. Es steht auch, dass am Freitags immer Polizisten um die Tankstelle herumstehen, aber Lukas Matthias wird nicht angehalten, weil sein Auto eben ein Neuwagen und kein getuntes Auto ist. Wieder, hatte ich ja vorher schon gesagt, mal so ein bisschen der Rückschluss auf die Aussage davor, das Auto ist so einzigartig und auffällig. Ich glaube, das würde dann auch kontrolliert werden, wenn es mit 565 röhrenden PS mit quietschenden Reifen von der Tanke fährt. Aber vielleicht sind die Sternredakteure, kennen sich besser in der Szene aus als die örtliche Polizei. Kann natürlich sein, wäre nett, wenn man der Polizei dann vielleicht einen Tipp gibt, dass der Matthias ein ganz böser Raser ist. Den Artikel haben wir uns jetzt nicht rausgenommen, weil es vielleicht der einzige, der längste, der schlimmste ist, sondern wir haben einfach generell im Moment diese Stigmatisierung, das ist im Moment wirklich das Wort, was es trifft, der Tuner-Szene festgestellt. Es wird überall von Rasern gesprochen und der Rückschluss fällt auf die Tuner-Szene. Meiner Meinung nach sind das auch ganz andere. Wir kennen es hier vom Berliner Kudamm. Wir sind hier, wo wir gerade sind, ist eine Minute vom Kudamm entfernt. Wir hören die Autos hier und ihr könnt mir wirklich glauben, das sind nicht die getunten Golf 1, nicht die getunten RS4. Das sind AMGs, M5s, Porsche Cayennes, Lamborghinis, Ferraris, also Autos, die mit dieser Szene überhaupt nichts zu tun haben. Und liebe Journalisten, wenn ihr mal wirklich recherchieren würdet, stellt euch in Berlin am Kudamm nachts oder tagsüber eine Mausefalle und guckt euch an, welche Autos daraus geholt werden. Das sind nicht die Tuner, das sind Raser. Da gebe ich euch vollkommen recht. Raser ist gefährlich, das sollte man unterbinden, das sollte man unter Strafe stellen. Aber nicht die falsche Gruppe nehmen. Nicht immer die Gruppe nehmen, die einfach zu greifen ist, weil sie am Ende vielleicht die Strafe noch bezahlen können. Ja?
sondern auch mal wirklich auf die Leute gehen mit den Autos, die ich davor genannt habe. Guckt euch einfach mal an, wer da rausgeholt wird und wer da an der Mausefalle vorbeirauscht und fragt euch einfach mal, ob da nicht vielleicht die Falschen erwischt werden. Ich bin natürlich kein Journalist, aber ich würde persönlich die Motivation hinter dem Journalismus sehen, auch mal aufzudecken, wer denn da angehalten wird und was die Motivation hinter der jeweiligen Stadt ist, diese Person anzuhalten. Geht es vielleicht nur darum, dass man die anhält, die am Ende auch bezahlen können, den Strafzettel, oder die man leicht rankriegt, weil sie sonst relativ unbescholtene Bürger sind? Möchte man den bequemen Weg gehen, anstatt Ermittlungsarbeit zu machen und schnelle Gelder einzunehmen? Das sollte doch vielleicht mal mehr in den Fokus der Berichterstattung gerückt werden. Auf der letzten Seite des Artikels wird im Endeffekt nochmal das Verhalten von Lukas Matthias und seinen Freunden beschrieben, wie sie durch die Stadt rasen. Zwischendurch werden immer wieder Beispiele aus dem ganzen Bundesgebiet für schwere Unfälle im Zusammenhang mit überhöhter Geschwindigkeit genannt. Einen Punkt habe ich mir noch rausgeschrieben, den möchte ich unbedingt nochmal vorlesen. Es wird ein Unfallforscher zum Thema befragt, der erklärt, dass es eben um Adrenalinrausch geht. Und dann steht hier, weil Adrenalin wie eine Droge funktioniert, helfe auch keine Aufklärung. Einem Heroinsüchtigen können Sie zwar sagen, Heroin ist schlecht für dich, aber das wird nichts daran ändern, dass er Heroin haben will. Zu dem Vergleich, den lasse ich jetzt einfach mal so im Raum stehen, da möchte ich jetzt einfach nicht sagen, dass man Autofans mit Heroinsüchtigen vergleicht. Um euch nicht nur argumentativ den Gegenbeweis zu diesem Artikel zu bringen, werden wir euch im nächsten Jahr auch einige gute Fans und Freunde von uns vorstellen, die selbst aktive Tuner sind, ihr Auto tunen lassen oder einfach wirklich Fans von schnellen und schönen Autos sind. Und dann zeigen wir euch mal, ob die alle ein Schlangentattoo am Hals haben, an der Tankstelle Shisha rauchen und mit 200 durch die Stadt fahren. Wir hoffen, das Video hat nicht zu sehr polarisiert, oder wir hoffen eigentlich, dass es polarisiert. Wir würden uns wirklich freuen, wenn ihr mit uns diskutiert, wenn ihr dieses Video auf allen Plattformen, die ihr kennt, teilt. Teilt es in den Tuning-Gruppen, teilt es bei den Zeitschriften, teilt es auf Plattformen, wo ihr denkt, dass es passt, in den Autoforen. Wir müssen einfach eine Gegenbewegung zu dieser Stigmatisierung der einen Szene in Gang bringen, die einfach zu greifen ist. Wir müssen einfach den Leuten klar machen, dass hier die Falschen getroffen werden und dass hier auch von den Medien im Moment einfach Unwahrheiten oder schlecht recherchierte Sachen berichtet werden. Deswegen wirklich der Appell, teilt dieses Video so oft ihr könnt. Nicht um unseres Willen, nicht darum, dass wir jetzt hier Aufmerksamkeit wollen, sondern es geht uns wirklich darum, dass man wieder in Ruhe seiner Leidenschaft und seinem Hobby frönen kann, ohne hier als Krimineller dargestellt zu werden, der die Menschheit gefährdet. Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit, dafür, dass ihr dieses Video gesehen habt. Wir hoffen, es hat euch auch gefallen, dass wir mal so ein bisschen übergeordneter über das Autothema allgemein sprechen. Wir wünschen euch noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bleibt sauber, eure Autolacker.